Promigeflüster, das Original, jetzt live. Hallo, liebe Freunde, zu einem schon herbstlichen Promigeflüster. Ihr seht hinter mir, es wird schon Herbst, die Blätter sind orange gefärbt, bunt gefärbt, Kürbisse stehen, Halloween lässt auch nicht mehr lange auf sich warten und ja, so kann man eigentlich das Jahr langsam doch ausklingen lassen. Ich hoffe, ihr habt unseren neuen Trailer schon gesehen und findet ihn hoffentlich auch gut. Da haben wir uns wieder ein bisschen was einfallen lassen. Mit der 850. Folge gibt es ja immer so ein bisschen kleine Veränderungen, wenn man wieder kleine Meilensteine hat. Kleine Meilensteine oder auch einen großen Meilenstein, den hat bestimmt auch meine heutige Interviewpartnerin, denn auch sie feiert Jubiläum eigentlich dieses Jahr noch nicht ganz. Das Jubiläumsjahr fängt erst nächstes Jahr an. Ich sage mal hallo und herzlich willkommen, Laura Wilde. Grüße dich. Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass wir uns hierüber sehen. Freut mich auch, ganz meinerseits. Genau, also eigentlich feierst du nächstes Jahr dein großes Jubiläum sozusagen, das Jubiläumsjahr. 15 Jahre schon wieder her. Wahnsinn. Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Also manchmal frage ich mich auch, ich habe ja sozusagen als Wilde 2010 bei Carmen Nebel gestartet und es ist manchmal so unglaublich, dass das jetzt schon so lange her sein soll. Ich kann das selbst nicht so begreifen. Ja, doch, durchaus. Also die Zeit vergeht manchmal wie im Flug. So kommt es einem manchmal wirklich vor, ne? Und dazu gibt es ein Best-of-Album, was jetzt dann schon erscheinen wird, 2024. Ich habe hier mal das Cover schon mal, so schaut es aus. Ja, wildes genau, Ding. Das wilde Ding. Best-of, also so ein bisschen Revue passieren, was so die letzten Jahre passiert ist, oder? 4 CDs sind es wohl. Ja, es gibt eine Doppel-CD, aber auch eine Vierer-CD-Box und das ist natürlich total cool. Man sieht auch auf diesem Cover so einen Zeitstrahl aus verschiedenen Covern und ein Kinderbild ist auch mit drauf. Also ich singe ja wirklich schon mein Leben lang und das ist für mich was ganz Besonderes, wenn ich mir vorgestellt hätte damals, boah, dass ich echt mal ein Best-of rausbringe, hätte ich gedacht, ach ja, da braucht man ja so viel CDs dazu. Weiß nicht, ob ich ein Best-of rausbringe. Und jetzt so mit meinen bisherigen 8 Alben kann man schon mal eine Best-of zusammenstellen, habe ich dann gemerkt bei der Vorbereitung. Allerdings, da kommt doch schon einiges zusammen. Wie ist es denn dann so für dich jetzt, wenn man den Zeitpunkt sozusagen erreicht hat, 15 Jahre, ist es klar, man blickt natürlich gerne zurück und so ein bisschen Bilanz ziehen oder was geht da in dir vor? Ja, es ist viel passiert in all den Jahren. Natürlich hat sich die Branche auch verändert. Es ist, ich sag immer, oder wurde ich auch schon öfters gefragt, wie hat sich vielleicht auch die Musik verändert? Klar hat man es damals vielleicht noch ein bisschen am Anfang bei den ersten Alben war es vielleicht noch etwas ja, traditioneller, konservativer will ich es jetzt vielleicht mal andeuten. Und es wurde ja auch musikalisch etwas moderner, aber insgesamt ja in der Schlagerwelt, dass man den ein oder anderen Sound da mal mit reinpackt, den es vielleicht vor 15 Jahren so noch nicht gegeben hätte im Schlager. Ja, manchmal finde ich es ein bisschen schade, dass so viele TV-Formate nicht mehr da sind, die es noch gab, als ich so angefangen habe. Weil es natürlich gerade für Leute, die heute anfangen, so ganz frisch, ist es natürlich schwer, da so viele Möglichkeiten für Fernseh eben zu haben. Und deshalb bin ich da echt froh, dass ich damals noch einen guten Zeitpunkt eigentlich erwischt habe und auch so viele schöne kleinere Sendungen zum Beispiel auch erlebt habe, die es ja nicht mehr so geschafft haben bis heute, was mir total leid tut. Ja, in der Tat, das ist richtig. Da sprichst du wirklich was an, was wirklich in der heutigen Welt oder in der heutigen Zeit immer schwieriger wird. Jetzt nicht nur Fernsehen, auch ich denke mal, im Radiolandschaft ist es auch nicht viel anders, ne? Ja, genau. Wenn ich mir überlege, allein für die Radiopromotour waren wir früher 2 Wochen unterwegs und heute handelst du das dann noch mit ein paar Schalten ab und dann bist du irgendwie in 2, maximal 3 Tagen durch und ist natürlich auch ein bisschen schade, man hat sich früher oft viel natürlich mehr gesehen, man ist rumgereist, man
hat es natürlich noch persönlicher gehabt. Heute so gut, wie es die Technik natürlich möglich macht. Ich meine, wir sehen uns jetzt ja auch über unser technisches Gerät sozusagen. Und aber es ist natürlich, live ist live, ne? Ganz klar, Persönlicher ganz klar. Treffen ist immer irgendwie schön. Und ja, aber es ist natürlich auch oft einfacher und schneller, sozusagen viel in kürzester Zeit unterzukriegen. So, so ist es, ganz genau. Ja, und natürlich klar, auch die ganze Corona-Krise damals, auch schon wieder 4 Jahre her. Wahnsinn, wenn man das so zurückdenkt, ne? Ja. Ja, das hat natürlich, denke ich mal, schon noch, auch noch mal einiges über den Haufen geworfen und natürlich auch nicht gerade zum Besten alles gemacht, ja. Ja, da ist halt viel so geblieben, genau, weil es damals Ja. so sein musste. Und dann, ja, also das ist so ein bisschen schade, das fehlt mir manchmal so. Und außerdem, es gibt ja auch viele Sender, die gar nicht mehr so richtig Schlager spielen wollen, was natürlich auch ein Ja, bisschen schade ganz ist, weil genau. da fällt natürlich auch ein großer Teil weg. Zu den Ja. Sendern sind wir früher ja auch noch gefahren und die sagen halt, ach nö, wir So ist brauchen es, nicht so zu ist es, kommen. Das genau. ist natürlich auch schade. Und das war früher auch natürlich noch viel mehr. Ganz klar. Klar, jetzt das Best-of-Album sind es jetzt wirklich nur, in Anführungsstrichen, nur die bisherig erschienenen Titel drauf oder macht die Laura Wilde auch wieder neue Musik? Es Findet man auch ist, was neu, findet man auch neue Titel drauf? ja, da findet man was Neues. Ich bin auch schon total stolz, das anzukündigen, weil ich nämlich schon ganz lange von den Fans immer höre, wann gibt's denn endlich mal neue Songs für die Advents- und Weihnachtszeit? Und es ist halt irgendwie ja gar nicht so einfach, zwischen den normalen Alben dann auch noch ein Weihnachtsalbum irgendwie zu planen. Und deshalb haben wir das jetzt mit dem Best-of-Album verknüpft. Und Okay. es gibt drei neue Weihnachts-Songaufnahmen, zwei eigene und ein traditionelles. Und das ist mir jetzt total das Anliegen, weil ich weiß, dass schon ganz viele Fans jetzt mit den Hufen scharren, und dass die für ja die ruhigere Zeit im Jahr diese neuen Songs hören. Und da freue ich mich schon sehr. Und es gibt auch den einen oder anderen Song, den es bisher nur auf einer Fanbox sozusagen als Special-Zusatzsong gab, der ist jetzt auch noch mit draufgepackt. Also es gibt schon ein bisschen was Neues. Auf alle Fälle, da können sich die Fans freuen und vor allen Dingen, denke ich mal, das beste Weihnachtsgeschenk eigentlich, denn da kommen Ja. wir ja mit großen Schritten wirklich drauf hinzu, ne? Denn wenn der Genau. Oktober jetzt mal rum ist, dann geht's wirklich ratzfatz und das Jahr ist schon wieder rum. Man sagt es immer so, ne? Ach, Weihnachten, aber wenn du dir überlegst, es ist ja wirklich, So ist es, ja, so ist ruckzuck es. rum, ja. Genau. Wie gehst du dann jetzt so die restliche Zeit des Jahres noch an? Was stehen da noch für Termine an bei dir? Aber bei Ehe es dann mir ist noch nächstes Jahr rund einiges geht? los. Genau, 11.10. ist natürlich das Datum, was bei mir gerade im Fokus steht. Wenn mein Wildes Ding, mein Best-of-Album, rauskommt, dann bin ich ja jetzt natürlich davor, danach mit Promoterminen, Radio-Promo-Presseterminen unterwegs und habe jetzt auch ab dem 11.10., wenn es rauskommt, direkt Autogrammstundentermine. Da freue ich mich, weil es natürlich immer schön ist, mit den Leuten vor Ort die Veröffentlichung zu feiern, gleich Feedback zu bekommen und alles zu signieren. Und freue ich mich schon sehr drauf. Und alle Termine kann man da nachlesen. Habe auch eins in meiner Heimat mir gewünscht. Und ja, hatte jetzt gerade vor kurzem eben auch ein Heimspiel. Und da habe ich das natürlich auch dann angepriesen, weil es immer was ganz Besonderes ist. Und wenn man natürlich dann so in seiner Heimatgegend dann auch auftreten kann. Und ja, damit ist aber noch nicht alles. Nach der Autogrammstundentour bereite ich mich dann schon sozusagen auf eine Schlagerreise vor. Im November bin ich mit 800 Fans, sind wir Künstler. Ganz viele Künstler sind dabei an der türkischen Riviera bei einer Schlagerreise. Da feiern Toll, wir dann toll. auch zusammen mit den Leuten. Und dann bin ich noch im Dezember auf einem Weihnachtsmarkt bei Berlin in Hennigsdorf, dann auf der Amadea, auf dem Traumschiff darf ich bei Adventskonzerten auch die neuen Weihnachtssongs dann präsentieren. Anfang des Jahres mit Andy Borg, Schlager und Spaß-Tour. Also wie du hörst, ich könnte weiter erzählen. Es ist irgendwie richtig schön und ich freue mich auf die ganzen Termine. Also so richtig wild geht's zur Sache, kann man sagen.
Siehst du, genau. Jetzt auch noch mal den Titel der CD, Wildes Ding. Ist das so ein bisschen Nomen is Omen? Wie würdest du dich da jetzt einordnen? Bist du auch in Anführungsstrichen ein wildes Ding? Ich kann dir das sogar erzählen, das ist eine lustige Geschichte. Und zwar mein Produzent, der Rainer, hatte mir eine Geburtstagskarte geschickt und da hat drauf gestanden, Happy Birthday, du wildes Ding. Und dann Okay. hatte ich das gepostet auch, weil ich das irgendwie so cool fand. Und dann hat es wiederum, ja, da Frank von meiner Plattenfirma gesehen und hat gesagt, das ist ja voll cool und wir suchen doch noch einen Titel für die Best of. Was meinst du denn? Und so war eigentlich die Geschichte. Ich habe erst so gedacht, ja, eigentlich ist es ja alles wild und unsere Musik und ja, ich bin mal gespannt, wie alles dann so zusammengestellt wird. Aber eigentlich wäre es eine gute Idee. Und dann haben wir uns tatsächlich auch für den Titel entschieden. Ja, und ich denke mal, zu Recht, genau. Ja, ich finde es auch gut gelungen. Ich bin auch echt gespannt, was die Leute sagen. Definitiv, nee, das kann was werden, doch, denke ich Man auch. sieht auch einen kleinen Rückblick. Im Ja. Booklet haben wir wieder schöne Fotos, natürlich was Aktuelles, aber auch rückblickend sogar bis in meine Kindheit und so ist da, sind da Bilder drin und ja, es liegt mir ganz viel an dieser CD, muss ich wirklich sagen, weil es ist Sehr so gut. ein Rückblick auf einen Traum, den ich mir sozusagen Step by Step so erfüllt habe. Wenn ich überlege, wie lange wir zwei uns auch schon kennen und jetzt ist es soweit, dass ich meine erste Best-of rausbringe. Das ist, glaube ich, für jeden Künstler nochmal etwas ganz Besonderes und wie du vorhin schon gesagt hast, ein Meilenstein für einen Ja, selbst auch. ganz genau. Ja, und wie wird dann das Jubiläumsjahr angegangen? Klar, du hast gesagt, hier mit Andy Borg erstmal auf Tour, aber gibt es irgendwie ein großes Fest, wo nur du ausrichtest, wo du hier groß feierst? Also da gibt es bestimmt auf jeden Fall was. Ich hatte jetzt ja gerade erst mein Heimspiel sozusagen hier bei mir und da waren jetzt ja die letzten Wochen, Monate standen dafür total eben, also da stand es total im Fokus. Und ja, aber nach dem Konzert ist vor dem Konzert und wenn ich jetzt sozusagen die Veröffentlichungsphase von dem Best-of sozusagen rum hab, dann werde ich mich auf jeden Fall noch mal intensiv mit dem nächsten Jahr dann beschäftigen. Und ich glaube, die eine oder andere Überraschung wird da schon auf die Fans warten. Ja, worauf ich mich sehr freue, dass ich zum Beispiel auch mit nach Kreta ja fliegen werde. Ich war noch nie in Griechenland und habe da Premiere auch, was das Land betrifft. Aber da ist die Schlagerreise Schlager unter Palmen von René Ulbricht und da ja, fliegen auch viele Schlagerfans eben mit uns Künstlern mit. Und das ist auf jeden Fall eine Reise. Da werde ich auf jeden Fall schon mal ja, ein bisschen von meinem Jubiläumsjahr dann zelebrieren. Wunderbar, sehr gut. Und erfahren die ganzen Termine und alles Mögliche. Kann man natürlich auf deiner Homepage und Social Media Kanälen. Wo bist du anzutreffen? Genau. Genau. Laura-wilde.de, Facebook, Instagram ist alles verlinkt. Und ja, da poste ich ja auch immer irgendwie mal zwischendrin Bilder, Informationen, wo ich so bin. Da steht alles, was ihr wissen müsst. Und kann man natürlich auch den Link finden zum Best-of-Album. Also man muss gar nicht lange suchen, man findet alles ganz, ganz schnell. Sehr gut. TikTok eigentlich auch mittlerweile? Ich habe tatsächlich in der Corona-Zeit, wo wir ja ganz viel auf einmal uns noch mehr mit Social Media und so beschäftigt haben, habe ich tatsächlich so ein paar ja verrückte TikTok-Videos ausprobiert und gedreht und so. Also es gibt sozusagen ein Profil von mir schon bei TikTok, aber das habe ich auch so auf dem Schirm. Da ist natürlich auch wieder, ich sag immer, da bin ich, komme ich mir fast schon so ein bisschen ja Oma-mäßig dagegen vor, wie wieder manche aktiv sind in TikTok. Es ist Das dann stimmt. schon noch ein bisschen, glaube ich, eine Generation jünger, die mit TikTok mehr machen, aber nichtsdestotrotz habe ich mir das auch fest vorgenommen, dass ich da auch noch ein bisschen mal Gas geben will. Ich habe auch einen Channel, aber mach's auch zu wenig, ganz ehrlich gesagt. Ja, das stimmt. Man muss sich ja da auch erst ein bisschen einfuchsen in die So ganzen ist es, so verschiedenen ist es, Programme. ganz genau. Und man will es ja auch dann entsprechend gut machen, nicht, dass man da irgendwo gleich wieder ja, gedisliked wird oder wie auch immer, ne? Genau, nicht, Ja. dass es blöd rüberkommt. Das will man ja auch nicht. So ist es, ganz genau. Sehr gut, soweit da dazu. Dann die ruhige Zeit. Ich sage ja, du bist ja im Dezember auch noch kräftig auf Tour, aber wie wirst du dann die ruhigen Tage?
wenn es die dann so weit ins Haus stehen, wie wirst du die angehen? Ja, ich bin ja gerade, wenn es dann ein bisschen ruhiger wird, auch draußen kälter, dann ist es irgendwie ja schön, dass man sich auch einfach mal irgendwie auf der Couch einmummelt, Tee trinkt, bisschen gemütlich sich macht oder eben auch den ein oder anderen Weihnachtsmarkt besucht. Das mag ich auch sehr, sehr gerne. Das hoffe ich, dass das alles so klappt. Und da freue ich mich auch schon drauf, dass ich dann auch ja mit Familie, Freunden was ausmachen kann und ja, genau, dann Weihnachten ganz gemütlich so im Kreise der Liebsten. Und ja, meine kleine Nichte, die hält uns ja auch auf Trab. Die ist jetzt Sehr 3 Jahre alt und da geht's sowieso, ja, geht immer irgendwie was ab. Und da ist immer was los. immer was los, so muss es doch sein, ganz genau. Ja, wunderbar, prima. Dann wünschen wir dir auf alle Fälle ganz, ganz viel Erfolg mit dem Best-of-Album Wildes Ding. Ein Vielen Dank. ganz, ganz tolles Jahr 2025 mit ganz vielen tollen Auftritten und ja, dass deine Fans auch wirklich dir weiterhin die Treue halten. Ich denke mal, das machen sie schon, ne? Ja, ich hoffe doch und ich freue mich, wenn ganz viele ja zu der Tour jetzt kommen und sich das Best-of-Album auch nach Hause holen wollen und auch zu den Live-Auftritten vorbeischauen. Und ich hoffe, Frank, dass wir uns auch mal wieder persönlich sehen, Das wäre ganz natürlich bald. ganz besonders, ja. Und ich danke ja dir, euch auch für den Support und allen, ja, die uns jetzt gerade zuschauen. Schicke ich natürlich auch ganz liebe Grüße und lasst euch gut gehen und alles Gute Danke. und ja, bis hoffentlich ganz bald auch persönlich wieder. Das wird doch hoffentlich bald wieder eintreten, genau. Wir reden nachher gleich noch ein bisschen ganz kurz. Vielleicht gibt es noch ein paar interessante Sachen, wo wir vielleicht noch machen können. Denn das Ganze erfahrt man dann natürlich wieder auf unserer Seite promigeflüster.de und natürlich auf den ganzen Social Media Plattformen. Also einschalten Schön. und dabei sein. Und wie gesagt, wenn ihr noch mehr wissen wollt, könnt gerne auch mal in die Kommentare noch was schreiben. Dann können wir die Fragen beim nächsten Mal vielleicht dann wieder mit aufnehmen. Wäre doch toll. Das ist eine super Idee. Ne? Und wie gesagt, solange wie wir uns kennen, in meinen letzten war jetzt schon wieder hier unser Vasenpirsch. Du erinnerst dich noch an unser Lebkuchenherz sozusagen, also Das wäre doch die. eine Idee fürs Jubiläumsjahr, das wieder aufzufrischen. Unbedingt, dann nimm doch schon mal für den letzten September-Sonntag mal nichts vor. Sehr gut, notiere ich direkt. Letzter Sonntag im September, Vasenpirsch, Stuttgart. Sehr gut. Prima. Dirndl hast du ja noch. Das habe ich. Ich liebe Dirndl. Da bin ich Sehr gut. ausgestattet. Sehr schön. Da kann einiges schiefgehen. Okay. Also, liebe Gut. Freunde, liebe Zuschauer, danke fürs Zuschauen. Danke an Laura Wilde, dass sie sich da mal wieder bei mir eingestellt hat, sozusagen, und wieder ein bisschen Auskunft gegeben hat. Wir sehen uns, wir Schön. hören uns und bleiben dran in diesem Sinne. Vielen Dank. Tschüss. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.